Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir definieren diesen Hintergrund jetzt einfach mal als Wald, okay? Da war ich nämlich gerade und dann waren die Akkus leider woanders und dementsprechend bin ich jetzt wieder hier. Ja, will nochmal hinlaufen, habe ich leider keine Zeit. Ja, Thema heute Mückenschutz und zwar zum Einsprühen. Ja, diverse Mückenspraygeschichten und so weiter und so fort. Ich hatte überlegt, ob ich euch jetzt diverse Produkte ins Bild halte, macht aber aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn. Mir geht es vor allen Dingen auch um die Inhaltsstoffe und Art und Anwendung, beziehungsweise warum die funktionieren, was wie sehr funktionieren, was da so die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Methoden sind. Da hatte ich zwar irgendwann im Rahmen von irgendwas schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber da ich selber das entsprechende Video nicht mehr finde, hoffe ich einfach jetzt in kompakter Form alle wesentlichen Informationen einmal kurz raushauen zu können und dann wissen wir alle Bescheid, ne? Inklusive mir selbst. Ich musste mich auch nochmal mit dem Thema erst beschäftigen. So, also los geht's mit ein paar Texttakten zu Mücken. Die gemeine Stechmücke oder auch Moskito, ne, da gibt es diverse Arten, tatsächlich weit über 100, die in Deutschland vorkommen. Also die Stechmücke gibt so nicht. Und nur weil man mal eine Mücke sieht, die ein bisschen größer ist und ein bisschen fieser aussieht, muss es nicht zwingend gleich die Tigermücke sein, die eben bei uns jetzt neu vorkommt, weil es halt entsprechend wärmer geworden ist. Entsprechende Motorengeräusche bitte ich zu entschuldigen. Ich hoffe, es hält sich einigermaßen in Grenzen. Da wo ich eben war, war noch das Tierheim und irgendein Hund hat sich furchtbar aufgeregt. Das heißt, da hätten wir auch Störgeräusche gehabt. Gut, jedenfalls grundsätzlich also jede Menge verschiedene Stechmücken, aber die haben alle gemein, dass sie sich normalerweise eigentlich von Blumennektar ernähren, also Blütennektar, sind also ganz harmlos und fast wie die Bienchen unterwegs, mit der kleinen Ausnahme, dass sobald das Weiblein eben der Meinung ist, jetzt Eier legen zu wollen, braucht es einen Haufen Proteine und Proteine, also sprich Eiweiß, ist eben aus pflanzlicher Nahrung nur sehr schwer zusammenzubekommen. Pflanzen brauchen sehr viel Energie, um eben entsprechend Eiweiße produzieren zu können. Vor allen Dingen brauchen sie auch viel Stickstoff und der ist normalerweise, also heutzutage nicht mehr so sehr, aber früher war der mal knapp, sagen wir es mal so. Und auch heute ist der Aufwand, um an Stickstoff zu kommen, selbst in sehr stickstoffhaltigen Böden immer noch vorhanden. Und damit bleibt das ein knappes Gut. Und viele Tier- und Pflanzenarten haben sich eben darauf angepasst, dass das Zeug schwer zu kriegen ist. Ja? Und eben um dieses Eiweiß geht es, weil woraus besteht ein Insekt, also der Körper eines Insekts, ja weitestgehend eben doch tatsächlich auch Eiweißverbindungen bzw. Proteine, die das Ganze ausmachen. Das ganze Körpergerüst von so einem Insekt, das heißt, will also eine Stechmücke Eier legen, in denen schon alles angelegt ist für den Nachwuchs, dann braucht dieser Nachwuchs logischerweise, um seine erste initiale Körpersubstanz, also die Larve bilden zu können, erstmal einen Haufen Eiweiß. So, und jetzt legt so eine Stechmücke nicht ein Ei, sondern viele und dementsprechend muss da viel Eiweiß her. So, und wo gibt es Eiweiß? Ja, zum Beispiel in Form von Hämoglobin in unserem Blut, zum Beispiel unserem oder das von anderen Warmblütern, sprich Säugetiere vorzugsweise. Da ist es völlig wurscht, was für ein Säugetier sie da anzapft, die gute Mücke. Allerdings bevorzugen sie tatsächlich große Tiere, die dann halt eben, ja, ich sag mal, einfacher anzudocken sind, weil die Fläche, die mögliche Andockfläche relativ groß ist. Das heißt, Kühe haben mit den Viechern ein Problem, Elche, Rentiere etc. Und eben auch wir, da wir auch kein besonders kleines Säugetier tatsächlich sind, haben eben auch unsere Schwierigkeiten mit den guten Viechern. Zu allem Überfluss haben wir außerdem kein dichtes Fell und das macht uns zu einem gefundenen Fressen für jede Stechmücke. So, eine Stechmücke hat so ungefähr eine Geschwindigkeit von 1,5 bis 2,5 km/h, wenn die von A nach B fliegen möchte. Das heißt, man kann einer Stechmücke relativ einfach davon gehen. Das Dumme ist nur, dann kommt man schnell ins Gebiet der Nächsten. Die treten nämlich nur selten einzeln auf. Ja, aber wenn es tatsächlich so ist, dass man jetzt irgendwo steht und eine Mücke und man kann die als immer dieselbe identifizieren, schwirrt um einen rum und man hat die Möglichkeit wegzugehen, ja, dann geht man halt in Gottes Namen ein bisschen weg. Normalerweise sollten 50 bis 100 Meter ausreichen, dass die Verfolgung dann auch aufgibt. Ungefähr 50 Meter ist auch so die Distanz, auf die so eine Mücke uns wahrnehmen kann, uns detektieren kann.
Und dann bleibt noch die Frage zu klären, wie zum Geier macht die das? Also die hat verschiedene Möglichkeiten, uns tatsächlich zu riechen, schlicht und ergreifend unseren Schweiß, insbesondere bestimmte Pheromone bzw. Hormone, die eben mit dem Schweiß abgegeben werden. Das, was uns halt so riechen lässt, wie wir individuell jeweils riechen, was dann auch zur menschlichen Fortpflanzung und so weiter und so fort, wen finde ich attraktiv, wen finde ich nicht attraktiv, nicht ganz unwichtig ist, aber so ein Zeug, das riechen eben nicht nur Artgenossen, sondern eben auch die Stechmücke, und da riecht sie insbesondere Zeug, was halt eben dazu führt, dass sie merkt, oh, das ist ein Tier, bei dem ich gut Blut saugen könnte, was ja auch stimmt, kann sie bei uns ja auch gut. So, und dann kommt sie angeflogen auf eben etwa 50 Meter Reichweite, kann sie uns daran riechen. Das heißt, je mehr wir schwitzen, desto Mücke. Außerdem kann sie noch CO2, das wir ausatmen, wahrnehmen. Das heißt, es wäre von Vorteil, nicht auszuatmen. Ist aber nicht wirklich eine richtig gute Lösung langfristig. Daher ist das auch, kommt das nicht so richtig in Frage. Aber tatsächlich ist es so, wenn man jetzt irgendwo den Berg hochgestiegen ist und hockt sich jetzt oben auf den Berg, um da Bäuslein zu machen, oder Hügel reicht schon, und ist ins Schwitzen gekommen und ist jetzt noch ein bisschen am Schnaufen, dann ist man prädestiniert, um möglichst auch ja jede Mücke in der näheren Umgebung anzuziehen. Das heißt, wenn man schon mal längere Zeit irgendwo im Wald gesessen ist und merkt, man kommt an, und kurze Zeit nachdem man da ist, kommt ein Haufen Mücken, dann klatscht man sie alle tot, und dann sind sie irgendwann alle. Das liegt daran, dass sie möglicherweise tatsächlich alle sind, ist aber eher unwahrscheinlich. Oder eben daran, dass wir inzwischen aufgehört haben, sonderlich intensiv zu schwitzen und auch die Atemfrequenz wieder entsprechend runtergegangen ist. Das heißt, je weniger man atmet, also je langsamer, desto weniger Mücke zieht man an, je weniger man schwitzt, desto weniger Mücke zieht man an. Außerdem können sie noch Körpertemperatur wahrnehmen. Das ist hilfreich, wenn sie eine Stelle finden wollen, wo sie sich besonders gut reinstechen lässt, weil Adern halt eben ein bisschen wärmer sind als das umgebende Fleisch. Und auf die Adern haben sie es abgesehen, weil nur da können sie nennenswert Blut abzapfen. Gut, das so zum generellen. Heißt, Maßnahme Nummer 1 gegen Mücken, nicht schwitzen, nicht atmen. Yay! Da sich das nicht immer vermeiden lässt, müssen wir auf Maßnahme Nummer 2 zurückgreifen. Nämlich, grundsätzlich, wenn man irgendwo überlegt, längere Zeit zu bleiben. Meistens ist es so, also auch aus der Erfahrung in sehr mückengeprägten Gebieten wie Skandinavien oder Schottland oder ähnlichen Regionen der Welt, solange man rumläuft, geht's eigentlich. Die haben auch Schwierigkeiten, durch ihre vergleichsweise geringe Fluggeschwindigkeit anzudoggen. Bei unser eins, wenn wir uns halt mit, sag ich jetzt mal, 4 bis 5 km/h irgendwie was um den Dreh fortbewegen und dazu noch die Arme schlenkern, dann sind das einfach Bewegungen, die deutlich schneller sind als eine Mücke, und dann hat die Schwierigkeiten, wenn sie nicht direkt drauf liegen kann und quasi direkt andocken kann, überhaupt sich an uns festzuhalten. Das heißt, normalerweise im Gehen kein großes Problem, gehen einem die Mücken also furchtbar auf die Nerven und man hat Bock, noch ein bisschen hin und her zu laufen, dann kann man tatsächlich auch ein bisschen hin und her laufen. Das hilft im Regelfall tatsächlich ein wenig. Das erzähle ich wahrscheinlich niemandem was Neues, aber der Vollständigkeit halber wollte ich es mal erwähnt haben. So, dann zweitens, will man irgendwo, also drittens, lassen wir die Nummerierung sein, will man irgendwo längere Zeit bleiben, lagern, rasten, übernachten, je nachdem. Dann empfiehlt es sich, sofern man die Möglichkeit hat, einen Rastplatz zu wählen, der nicht direkt am Wasser liegt, weil die Mücke, die dann später rumfliegt, bleibt bevorzugt in der Nähe der Gewässer, wo sie selbst geschlüpft, beziehungsweise von der Larve zum ausgewachsenen Insekt, also zum Imago, also das Ding, was fliegt, ist die Imago, das ausgewachsene Tier. Und das Ding, was sticht, ist halt eben genau auch diese Imago. Die bleiben gern in der Nähe von dem Tümpel, aus dem wir sie geschlüpft sind, weil dann wissen sie gleich, da ist ein Tümpel, wo sie dann selber wieder ihre Eier legen können. Soll heißen, die Mückendichte in der Landschaft ist umso höher, je Gewässer für die Larvenaufzucht näher. Das war jetzt wieder ein schöner Satz. Soll also heißen, wenn wir in irgendeiner sumpfigen Region sind, wo es überall kleine Tümpelchen gibt, da vielleicht nicht unbedingt übernachten, es sei denn, es ist Winter und sehr kalt, dann ist egal. Aber solange eben die Zeit für Mücken ist, werden da mit großer Wahrscheinlichkeit auch Mücken zu finden sein. Das ist auch der Grund, weshalb so furchtbar viele Mücken in Skandinavien und ähnlichen Regionen unterwegs sind, weil die haben da einen ganzen Haufen Moorlandschaften mit kleinen Tümpelchen, mit überall mal hier ein
feuchten Eckchen, da im feuchten Eckchen. Also wirklich wunderbare Bedingungen, wenn es nicht im Winter so kalt wäre, aber den Sommer über wirklich wunderbare Bedingungen für Stechmücken aller Art und das in rauen Mengen. Na, wer da schon mal war, weiß das. So, das heißt, sind wir also in einer Landschaft, wo wir die Wahl haben zwischen tümpelreiche Sumpfgebiete, im schlimmsten Fall, und windumtoste Bergkuppe, sofern man dann die entsprechende Ausrüstung hat, um auf der windumtosten Bergkuppe zu nächtigen, dann würde ich jederzeit die windumtoste Bergkuppe vorziehen. Denn was mögen Mücken nicht, beziehungsweise was mögen sie besonders, mal abgesehen von Gewässernähe, Regionen, am besten windstill, feuchte Wärme im Schatten. Das ist so das ideale Habitat für eine Mücke. Da werden sie am meisten rumfliegen, da fühlen sie sich besonders wohl. Sie meiden ein bisschen direkte Sonneneinstrahlung. Das ist jetzt kein Riesenhindernis. Wenn das Futter halt in der Sonne hockt, dann fliegst du halt auch mal in die Sonne. In dem Fall als Mückin wohlgemerkt. Aber tendenziell sind sie im Schatten doch ein bisschen aktiver und halten sich da lieber auf als tatsächlich in der prallen Sonne. Ja? Also genau da, wo wir möglicherweise am liebsten rasten wollen, eher im Schatten, weil wir haben schon den ganzen Tag genug Sonne abbekommen und dann schön warm und schön windstill und schön geschützter Ort, da sind die Mücken. Ja, da, wo wir auch gerne Pause machen, fliegen die auch gerne rum. So, das heißt, das Gegenteil davon ist so der Ort, wo die Mücken nicht sind, soll heißen zunächst mal Wind. Wind ab einer relativ geringen Windgeschwindigkeit, so dass es für unser eins noch ganz angenehm ist und man sich auch noch gut unterhalten kann, da fliegen sie schon nicht mehr sehr gerne, und wenn, dann nur noch sehr tief, also nur noch sehr stark in Bodennähe, kommen nicht so gut vom Fleck, und die Distanz, die eine Mücke zurücklegt, um bis zu uns zu fliegen, ist entsprechend relativ gering. Das ist was Gutes, ja? Und dann das nächste noch, wenn es regnet, dann ist die Mücke auch ungern unterwegs. Sie isst es zwar schon, wenn es sein muss, dann kommt das schon vor, dass wir Mücken antreffen können. Auch wenn es regnet, die können auch, wenn sie vom Regentropfen getroffen werden, dann werden sie halt kurz runtergehauen, fliegen aber dann wieder hoch. Das überstehen die also ohne größere bleibende Schäden. Dazu gibt es eine ganz interessante wissenschaftliche Untersuchung, aber das führt jetzt zu weit. Aber sie mögen das nicht besonders. Also wenn sie es vermeiden können, bei nennenswertem Regen rumzufliegen, dann tun die das auch nicht. Sogar ganz leichter Nieselregen ist eher selten ein Hindernis. Es sollte also schon so ein Regenregen, der diese Bezeichnung auch verdient hat, sein. Ja, wie gesagt, dann bei Wind sind sie nicht da, und wenn es kalt wird, und zwar leider doch tatsächlich erst ab ungefähr um den Gefrierpunkt plus Windchillfaktor. Deswegen gab es mal in Gerüchten zufolge 7 bis 8 Grad, so als magische Temperatur, bei der kaum noch Mücken auftreten, beziehungsweise keine mehr. Das gilt für zum Beispiel Skandinavien einigermaßen gut, weil da mit dem Windchillfaktor, also die Abkühlung durch den Wind, die gefühlte Temperatur bei 7 Grad tatsächliche Temperatur plus eben ein bisschen Wind dann schnell eben in dem Bereich, wo die Mücke wirklich nicht mehr unterwegs sein möchte, also doch nah genug am Gefrierpunkt, entsprechend runterfällt. So, und das ist es im Grunde. Das sind so die wesentlichen Dinge, die man beachten kann, wenn man der Mücke ausweichen will. So, jetzt habe ich auch schon relativ viel gelabert. Kommen wir zum großen zweiten Kapitel. Das ist sehr kurz, nämlich, aber wichtig, und deswegen ist das ein eigenes Kapitel. Wie empfindlich man auf Mücken reagiert, beziehungsweise wie sehr man gestochen wird, das hängt davon ab, von zwei Faktoren im Wesentlichen. Erstens, wie viele Mücken sind überhaupt da? Und zweitens, vom Individuum. Tatsächlich hängt es nämlich sehr stark davon ab, nicht, dass man süßes Blut hat, aber wie jeder von uns sicherlich schon mitbekommen hat, einige Leute werden mehr gestochen als andere Leute. Das hängt davon ab, wie der Schweiß duftet. Manche Leute haben halt einfach genetisch bedingten Schweiß, der für eine Mücke leichter zu detektieren ist. Also sprich, die riecht uns auf größere Entfernung, es kommen mehr Mücken angeflogen und nehmen uns wirklich als Leuchtfeuer sozusagen wahr, und alle Mücken kommen an und bieten dich.
während nebendran jemand steht, der, während du alles überstrahlst, so eine trübe Funzel ist. So in Mückenwahrnehmung, wenn wir uns das jetzt mal so ein bisschen bildlich vorstellen wollen. Ja, und dann ist die Chance, dass sich eine Mücke zur trüben Funzel verwirrt, während nebendran dieses Leuchtfeuer brennt, relativ gering. Und daher spielt das eben durchaus eine Rolle, wer man jeweils individuell ist. Das wird jetzt der geneigte Zuschauer, die geneigte Zuschauerin mit Sicherheit auch wissen, wie sehr lecker beziehungsweise mückenattraktiv man jeweils individuell auch ist. Und dann hängt es eben davon ab, von der individuellen Mückenattraktivität, der Vorhandensein, also der Zahl der vorhandenen Mücken und dann noch drittens die jeweilige individuelle Leidensfähigkeit spielt dann auch nochmal eine Rolle. Wenn man jetzt halt jemand ist, das Mückenstich, na und, oder jemand ist, oh, das ist ein Mückenstich, den muss ich jetzt aufkratzen, bis ich blute, dann bei letzterer Personengruppe wäre es vielleicht doch hilfreich, zu einem etwas stärkeren Anti-Mücken-Zeugs zu greifen, dazu kommen wir gleich, als bei ersterer Person. Ja, und wenn wir es mit einer Person zu tun haben, deren Stich relativ wenig ausmacht, plus die nicht besonders attraktiv für Mücken ist und gleichzeitig mit einer Person unterwegs ist, die das Leuchtfeuer ist und damit sämtliche Mücken auf sich zieht, dann kann es schon sein, dass die erstgenannte Person wenig Mückenschutz bis gar keinen braucht, während Person 2 sehr wohl welchen braucht. Wenn der dann funktioniert, braucht Person A auch wieder welchen, weil dann das Leuchtfeuer aus ist. Also das sind so die wesentlichen Mechaniken. Das ist auch tatsächlich alles inzwischen einigermaßen untersucht. Vor ein paar Jahren hätte man noch sagen können, alles hochspekulativ, aber so langsam gibt es da auch im Rahmen der Malaria-Prophylaxe einige Forschungsergebnisse dazu, die einem da ein bisschen weiterhelfen. Und apropos Forschungsergebnisse, die gibt es eben auch zu den 4 wesentlichen Sachen, mit denen man sich so einschmieren kann, wenn man was gegen Mücke tun möchte. Einsprühen, einschmieren, Schrägstrich. Nämlich die großen Anti-Mückenmittel, da gibt es 4 Gruppen von Stoffen, die uns da weiterhelfen können. Und ich mache mal von der Wirksamkeit her absteigend, gleichzeitig auch von den Nebenwirkungen her absteigend. Das heißt, wir fangen mit dem Wirksamsten an, mit den stärksten Nebenwirkungen und arbeiten uns runter zu harmlos, aber hilft auch nicht so viel. Und zwar muss man da anfangen mit DEET. DEET. Das hat auch einen ganz tollen chemischen Namen, den ich vergessen habe auswendig zu lernen, deswegen kenne ich den jetzt gerade nicht, aber man kennt das Zeug wirklich als DEET. Das gibt es im Handel in Konzentrationen, also sprich DEET pro Menge Flüssigkeit. Um die 20% geht's los. 20 bis 30% sind auch durchaus so Konzentrationen, die man bei den meisten in Deutschland erhältlichen, die meisten, man kann ein bisschen suchen, dann findet man noch krasseres, erhältlichen Antimückenmitteln so hat. Das sollte für Verhältnisse von Deutschland, auch für Verhältnisse von Skandinavien normalerweise auch bei den allermeisten Menschen ganz gut ausreichen. Sollte das tatsächlich nicht ausreichen, erfahrungsgemäß, dann kann man mal überlegen, ob man entweder das Mittel wechselt, weil irgendwie DEET bei der entsprechenden Person scheinbar nicht besonders gut funktioniert. Da gibt es auch wieder individuelle Unterschiede. Oder ob man auf höhere Konzentrationen geht, dass man einfach so Mücken sensitiv oder lecker oder Leuchtfeuer, um beim ewigen vorherigen Beispiel zu bleiben, ist, dann braucht man vielleicht höhere Konzentrationen von DEET und da muss man sich dann gegebenenfalls im Ausland umgucken. 50% DEET, 50%ige Lösung sollte schon ziemlich heftig reinhauen. Man kriegt aber auch von der Firma OFF, OFF, also off im Sinne von aus, im Sinne von Gerät ausschalten, ne? Turn the TV off oder irgendwie sowas. Ne? Off Ausrufezeichen übrigens heißt die entsprechende Firma. Wer das mal googeln möchte, die haben vielleicht mit die heftigsten Anti-Mücken-Sachen auf dem Markt, die man auch in Deutschland mit ein bisschen Umwegen möglicherweise, aber man kann da dran kommen. Ich persönlich besitze das nicht, brauche ich nicht. Ich bin mit 20-30%igem DEET dann eigentlich ganz glücklich und zufrieden. So, was ist DEET? Das ist eine Chemikalie, 100% rein im Labor entwickelt vom US-Militär in den 40er, 50er Jahren, irgendwo da im Übergang der selbigen.
und wurde dann eben entsprechend vom US-Militär auch überall da eingesetzt, wo es halt eben entsprechend Mücken gehabt hat. Das haben dann alle anderen auch gut gefunden und dann hat sich das relativ schnell weltweit verbreitet und ist gerade in Malaria-Gebieten jetzt inzwischen auch für die Einheimischen durchaus wirklich definitiv ein Thema, dass das da zur Verfügung gestellt wird, ist vom Herstellungsprozess her einigermaßen günstig. Natürlich zahlt man trotzdem ein bisschen Geld für so ein Fläschle von dem Zeug, aber das ist noch vertretbar und gilt als effizientestes Mittel, insbesondere im Bereich von Konzentrationen um die 40-50% und höher. Ja, ab da, ab so einer Konzentration, gibt es nichts, was Stand heute besser gegen Mücken hilft. Damit ist es also auch sozusagen der Referenzwert. Wenn man irgendwelche anderen Mückenmittel nimmt und sagt, wie effizient sind die denn, dann kann man halt sagen, so und so viel prozentig so effizient wie 50%iges DEET. Da gibt es auch dann so ein paar Referenzwerte, die da schon mal ermittelt wurden. Jetzt kommt der Hubschrauber, jetzt mache ich doch einen Schnitt. Die Wirkungsweise von dem Zeug ist tatsächlich noch nicht 100%ig geklärt. Ältere Studien gehen davon aus, dass es den eigenen Körpergeruch so weit überdeckt, dass man von der Mücke nicht mehr detektiert wird. Also sprich, die merkt gar nicht, dass man da ist. Das heißt, das Leuchtfeuer ist sozusagen nicht mehr sichtbar. Neuere Studien wiederum gehen davon aus, dass wenn die Mücke, die kann er schon noch feststellen, dass man da ist, weil zum Beispiel das Zeug zwar gegen den Schweißgeruch hilft, aber nicht gegen Atem, nicht gegen das CO2, was wir ausatmen und auch nicht gegen die Körpertemperatur. Also mit den beiden Methoden entdeckt uns die Mücke dann schon noch. Zwar nicht mehr ganz so effizient wie mit dem Schweißgeruch, aber dann trotzdem eben noch effizient genug, um reichlich Mücken anzuziehen. Aber sind die dann nah genug dran und fliegen im gewissen Abstand über der Haut, kommen sie eben in den Bereich der Duft, der starken Duftwirkung von DEET. Das riecht übrigens je nach Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Meistens auch so irgendwie entfernt ins Zitronige, ins Zitrusartige übergehend. Das sind aber meistens zusätzliche Parfums, die dem Ganzen noch beigemischt werden, damit es halt eben irgendwie ein bisschen angenehmer riecht. Ja, gibt es auch Leute, die den Geruch gar nicht mögen, aber okay. Also auf den Eigengeruch. DEET hat per se, es hat schon irgendwo einen Eigengeruch, aber dadurch, dass jeder Hersteller irgendwelche Parfums zumischt, kann man schwer sagen, wie das genau eigentlich exakt riecht. Es sei denn, jemand hat eine Flasche off 90% da, da kann man dann ganz gut ungefähr erahnen, wie DEET wahrscheinlich in Reinform riechen dürfte. Mit off 90% würde ich aber ganz vorsichtig umgehen, kommen wir gleich noch zu. Jedenfalls, das ist so die wahrscheinlichste Wirkmechanik, die man eben auch, wenn man das Zeug selber anwendet, bei sich beobachten kann, dass es vorkommen kann, dass eine Mücke angeflogen kommt und so 2, 3, 4, 5 Zentimetern über der Haut schwebt und dann wieder wegfliegt. Also dass da wie als eine unsichtbare Barriere quasi ist, wo sich die Mücke nicht durchtraut. Das ist also wie gesagt das effizienteste, in Studien, klinischen Studien belegt effizienteste Anti-Mücken-Repellent oder Repellent, sagen wir jetzt mal Repellent. Ich glaube, es gibt auch irgendeinen Versuch, Repellent einzudeutschen, aber egal. Jedenfalls Haken. Und jetzt kommt's. Je nachdem, wie hoch man das Zeug konzentriert, ist es ziemlich knackig für Schleimhäute insbesondere. Und Essen, Trinken, sonst wie runterschlucken oder in Wunden bekommen, sollte man es nach Möglichkeit auch nicht. Letzteres ist zwar nicht wirklich, wirklich furchtbar schlimm, aber wenn man es vermeiden kann, wäre das schon nicht verkehrt. Es ist außerdem gewässertoxisch, heißt also nicht erst mit dem Zeug von oben bis unten einsprühen und dann in den Baggersee hüpfen, jedenfalls nicht, wenn man vorhat, häufiger in diesen Baggersee zu hüpfen. Da geht dann nämlich das diverse Leben im besagten See. Hops ist insbesondere interessant, wenn man sich in unberührter Wildnis befindet und da in kleinen Gewässern, die auch wirklich eine hohe Artenvielfalt möglicherweise aufweisen, schwimmen gehen möchte, dann sollte man das tun, bevor man sich eingesprüht hat und nicht direkt danach. Also hauttechnisch kann es auch Allergien auslösen und in einem von was weiß ich wie vielen 100.000 Fällen, also super, super selten, kann das dann auch mal tatsächlich zu einer schweren Erkrankung führen, bis hin zu, durch die Folgen der Symptome, die dann auftreten, auch bis zum Tode. Das ist aber hochgradig unwahrscheinlich und jeder, der das Zeug mal sich irgendwann irgendwo hingesprüht hat und es überlebt hat, kann sich ziemlich sicher sein, dass für den Rest seines Lebens die Chancen, dass er dann doch nochmal eine tödliche Allergie gegen DEET entwickelt,
super, 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 super gering sind. Also ich würde das Risiko zumindest bei moderaten Konzentrationen immer eingehen. Sehr hoch konzentriert, höheres Risiko. Insbesondere, wenn man das Zeug auf irgendwelche Schleimhäute bekommt. Und das kann durchaus mal passieren, weil je nachdem, wie viele Mücken da sind, möchte man sich vielleicht sein Mückenschutzzeug, wenn man nicht jetzt ein Kopfnetz dabei hat, auch ins Gesicht schmieren. Habe ich schon einige Situationen hinter mir, wo ich das gemacht habe. Das hilft dann auch. Aber ja, da sind dann die Schleimhäute eben entsprechend nicht allzu weit entfernt, wo man mit dem Kram eben nicht hinkommen möchte. Nächstes Problem, man verteilt das ja in jeder Fall mit den Händen und möchte sicherlich auch die Hände irgendwo geschützt haben. Da die meistens, wenn man gerade in einer warmen Region unterwegs ist, ja nicht unbedingt mit Handschuhen bedeckt sind. Und dann kann es natürlich auch dazu führen, dass man gewisse Detreste an seinem Essen hinterlässt, wenn man das dann halt eben mit den Händen futtert. Schokoriegel, sucht euch was aus und futtert damit auch eine gewisse Menge von Det. Und jetzt kommt es hier auch wieder auf die Konzentration an und darauf, wann man denn das aufgetragen hat. Ist das schon ein paar Stündchen her, dann sollte es normalerweise kein wirkliches Problem sein, sofern man jetzt nicht anfängt, sich die Finger abzuschlecken, weil man was ganz besonders Leckeres gegessen hat. Hat man aber kurz nach dem Auftragen das Bedürfnis, jetzt noch irgendwas zu essen, dann sollte man dabei eben halt darauf achten, dass man nach Möglichkeit nicht mit den Diätfingern in seinem Essen rumwühlt und den Schokoriegel halt an der Verpackung hält oder sich sonst was oder einfallen lässt oder halt in Gottes Namen mal kurz den Löffel rausnimmt oder sucht euch was aus, einen Stock auf dem Messer aufspießen. Geht auch. ja, das sind so die wesentlichen Nachteile. Gerade bei langfristiger Anwendung können irgendwann auch Hautreizungen auftreten und je jünger der Mensch, desto schwieriger. Det wird auch für Schwangere nicht empfohlen und eben nicht für Kinder unter 12. Ja, das sind alles so Sachen, die einen möglicherweise zum Nachdenken anregen können. Also besonders pfleglich ist es sicherlich nicht. Jetzt kommt die Motorradgang. So, dann gibt's Icaridin. Icaridin wird zum Beispiel vom Balliston stichfrei eingesetzt. Gibt auch Antibrummprodukte, die auf Icaridin basieren. Zum Beispiel Antibrumm-Kits oder wie das heißt. Es gibt auch ein Antibrumm für die Nacht. Irgendwie sowas. Da kann man sich wirklich beim entsprechenden Produkt vorher schlau machen. Wenn es als besonders mild oder besonders umweltfreundlich oder sonst wie gilt, dann ist meistens Icaridin drin. Wenn sowas draufsteht wie Forte oder heftig oder Power, dann ist meistens DEET drin oder sonstige kraftvolle Begriffe, sensitiv, dann sind wir mehr so im Bereich Icaridin. Icaridin ist eine etwas neuere Entwicklung, auch komplett aus dem Laborkasten sozusagen entstanden, ist ein bisschen weniger lang wirksam als Det. Det, da reden wir so von Wirksamkeiten gegen Mücken, irgendwas zwischen 6 und 10 Stunden. Einige Hersteller geben auch gerne mal 12 Stunden an. Ob das wirklich gerechtfertigt ist, kann man sich sicherlich streiten, aber es hält sehr lange. Also man muss sich morgens einmal einsprühen, dann vielleicht noch abends nochmal einsprühen und dann war es das im Wesentlichen aber auch, wenn man mit Det arbeitet, insbesondere bei höheren Konzentrationen. Bei Icaridin besteht schon eine gute Chance, dass man sich sicherlich im Laufe des Tages vielleicht noch 2 bis 3 Mal insgesamt einschmiert bzw. einsprüht. Wirkungsdauer ist ungefähr so 6 bis 8 Stunden. Gehen wir mal eher immer von dem niedrigeren Wert aus, insbesondere da das nicht so und so lange wirkt und danach gar nicht mehr, sondern die Wirkung nimmt halt schon so ein bisschen mehr oder weniger linear ab. Also ab einem gewissen Punkt, hängt auch dann wieder von der jeweiligen persönlichen individuellen Attraktivität für Mücken ab. Wenn du das Leuchtfeuer bist, hilft es bei dir vielleicht auch nur 5 Stunden, weil du halt wirklich krass attraktiv für Mücken bist. Wenn du hingegen normalerweise auch schon keine Probleme mit Mücken hast, dann hilft es bei dir vielleicht auch 9 Stunden. Irgendwie so um den Dreh kann man sich das dann zurecht machen. Also hängt es davon ab, wie stark man schwitzt und ob man gerade durch den Regen rennt oder ob man unterwegs ins Wasser gefallen ist oder duschen war, je nachdem. Icaridin hat keine nennenswerten Nebenwirkungen, ist damit also für Leute, die nicht sagen, ich brauche Det, tatsächlich wahrscheinlich meistens die beste Wahl. In den Tropen, also in den heftigen Tropen, in den Malaria-Tropen, da würde ich und auch viele andere Leute empfehlen, das so zu Det greifen, wenn ich die Wahl zwischen verschiedenen Mittelchen habe. Ich habe aber auch kein großes Problem mit Det im Bereich bis 30%, das macht mir gar nichts. Ich habe da noch nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt oder
von daher persönliche Erfahrung, ich benutze das. Das macht mir nichts. Ich habe da auch kein Problem damit, dass das aus dem Chemiebaukasten kommt. Persönlich nicht. Ja, wer das dann trotzdem hat, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ist ja eine hochindividuelle Angelegenheit, mit was man sich einschmiert und mit was nicht. Das darf jeder selbstverständlich für sich selber entscheiden. Aber gerade bei Kindern, ein bisschen empfindlicheren Personen oder eben Leuten, die von Produkten, die mögliche Nebenwirkungen haben könnten, etwas abgeschreckt sind, ist Icaridin wirklich das Zeug der Wahl. Das ist fast so effizient wie DEET, insbesondere in niedrigen Konzentrationen, also im Vergleich zu niedrigen Konzentrationen von DEET, sehr, sehr ähnlich effizient und sollte für deutsche Verhältnisse bei den allermeisten Menschen vollkommen ausreichend sein, kann man also definitiv empfehlen. So, dann gibt es Citrodiol. Der eigentliche Fachbegriff ist aber eben Citrodiol. Da gibt es auch noch eine chemische Bezeichnung für, die ich mir jetzt wieder nicht gemerkt habe. Irgendwas mit bis 1,3,4. Ja, ich krieg's nicht mehr zusammen. Wurscht. Jedenfalls, das Zeug ist auch irgendwo so über ein paar Ecken mit ein bisschen Labor konstruiert, aber tatsächlich größtenteils natürlichen Ursprungs, nämlich von irgendeiner chinesischen Zitronen irgendwas. Also es gibt da tatsächlich eine Pflanze, in der genau dieses Zeug fast so drin ist, wie man das dann eben tatsächlich als Mittelchen auch aufbringt. Und das hat im Vergleich zu den anderen natürlichen Antimückenstoffen eine vergleichsweise hohe Haltbarkeit, weil es nicht so flüchtig ist wie die anderen natürlichen Antimückensächelchen. Ja, die Chance, dass man das per se zufällig, weil man in Deutschland irgendwelche Kräuterchen sammelt und sich aus denen seine eigene Salbe macht, was man durchaus tun kann und die hilft auch. Ja, ist ja keine Frage. Und das macht sicher auch wahnsinnig Spaß. Ich habe auch ein paar von denen und die helfen auch tatsächlich. Also gerade wenn man weiß, ich hocke nur eine Stunde und dann bin ich wieder weg, dann kann man schon für die Stunde, da drüben hockt die Krähe und frisst irgendwas Unappetitliches auf dem Dach. Spannend. Muss irgendwas Großes gewesen sein. Jedenfalls was Tierisches. Hat einen guten Appetit. Citrodiol jedenfalls ist also wirklich ein natürliches Zeugs und eben dadurch, dass es nicht so leicht flüchtig ist, hat es noch eine Wirksamkeit von 4 bis 6 Stunden. Zu den anderen Hausmittelchen in Anführungszeichen. Zeug, was man sich auch in Deutschland mit deutschen Pflänzchen selber machen kann. Da kommen wir gleich dazu. Citrodiol hat keine Nebenwirkungen, riecht in jedem Fall irgendwie so zitrusartig, von sehr intensiv bis ein bisschen. Es gibt Leute, die empfinden das sogar als sehr angenehm und schmieren sich da gerne mit ein. Im Essen will man es vielleicht trotzdem nicht haben, einfach aufgrund des relativ intensiven, dann auch sehr bitteren Geschmacks, wenn man es ins Essen bekommt. Aber passt passieren kann da nicht wirklich, weil es ist also auch durchaus ein Thema, dass das für Kinder interessant wäre, sein könnte. Es ist das einzige natürliche, nicht aus dem Chemiebaukasten stammende Mittelchen, das in Malaria-Gebieten noch zugelassen bzw. Empfohlen ist auch schon wieder zu viel. Ja, noch verwendbar ist, als verwendbar angesehen wird. So, das ist eine gute Formulierung. Soll heißen, empfohlen ist tatsächlich DEET. Icaridin kann man machen, DEET wäre ein bisschen besser, je nachdem wen man fragt, ob man jetzt die Weltgesundheitsorganisation oder Ärzte ohne Grenzen oder wen auch immer fragt, da kriegt man unterschiedliche Antworten. Citrodiol würde ich persönlich nicht mehr nehmen in Malaria-Gebieten, aber es ist das einzige natürliche, das man theoretisch vielleicht eventuell nehmen könnte, wenn aus irgendwelchen Gründen Icaridin nicht in Frage kommt. Aus ethisch-moralischen Gründen vielleicht oder weiß ich nicht. So, und das bringt uns, Citrodiol so 4 bis maximal 6 Stunden Wirkungsdauer. Maximal. Gibt auch durchaus Fälle, wo Leute nur 3 Stunden oder 2 Stunden was davon hatten. Hab auch schon von jemandem gehört, bei dem hält es nur 1,5 bis 1. So irgendwas in dem Bereich. Aber das langt ja auch für mal eben kurz wohin hocken. Und je nachdem, was man vorhat, kann das ja durchaus schon vollkommen ausreichend sein. So, und jetzt die selbstgemachten Hausmittelchen beziehungsweise Dinge, die man auch so in der Natur finden kann, jetzt auch im Rahmen von ich habe nichts dabei und möchte jetzt eine Pflanze nehmen, die mir da weiterhilft, die basieren alle im Wesentlichen auf ätherischen Ölen. Und die haben die dumme Eigenschaft, also für unseren Zweck jetzt dumme Eigenschaft, dass sie halt sehr flüchtig sind. Das ist auch der Grund, weshalb Birkenrinde brennt. Da sind auch die berühmten ätherischen Öle drin, Betulin als eines davon. Und die sind halt chemisch relativ flüchtig.
Und das führt dazu, dass sie meistens auch gut brennbar sind, siehe Betulin. Und auch viele Inhaltsstoffe, die theoretisch gegen Mücken helfen, sind eben den ätherischen Ölen zuzuordnen, sind damit auch häufig brennbar übrigens, ne? Also bei entsprechender Konzentration, das spielt nicht wirklich eine Rolle. Aber dadurch, dass sie eben so reaktiv sind, sind sie auch so flüchtig und drum, wenn man sich das Zeug irgendwo hinschmiert oder sich mit zum Beispiel Reinfarn, der übrigens kein Farn ist, einreibt, dann hilft das erstmal schon. Ja? Gibt auch inzwischen einige Untersuchungsergebnisse, die eben darauf hinweisen, dass solche ätherischen Öle kurze Zeit ähnlich effizient wie Citrodiol, also dieses andere natürliche Zeug, wirken, also durchaus effizient, gerade für jemanden, der jetzt nicht zum Leuchtfeuertyp, sondern mehr zur dunklen Funzel irgendwie zählt und doch ein bisschen zu viel Mücken hat, dann kann der sich mit ein bisschen ätherischen Ölen aus der Natur wahrscheinlich schon ganz gut behelfen. Eine Pflanze, die da immer wieder genannt wird, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist der Reinfarn. Der enthält tatsächlich diverse ätherische Öle, die auch gegen Mücken wirken. Und jetzt ist der knackige Punkt, also der Knackpunkt, ne, dass die anderen drei bisher genannten Substanzen wirken wirklich negativ auf die Mücke. Das heißt, die kommt angeflogen, riecht das, findet das unangenehm, fliegt weg. Während jetzt hingegen die ätherischen Öle grundsätzlich nichts sind, was die Mücke nicht mag, beziehungsweise was die Mücke wirklich, wirklich abschrecken würde, so sagt man zumindest nach dem aktuellen Forschungsstand, auch wenn es da hin und wieder gegenteilige Vermutungen und Beobachtungen gibt, sondern das überdeckt einfach derart stark unseren Eigengeruch, damit auch eben die entsprechenden Pheromone im Schweiß, die normalerweise die Mücke anlocken, dass dann die Mücke gar kein großes Interesse hat, angeflogen zu kommen und die Zahl der interessierten Mücken nimmt rapide ab. So, und wenn man jetzt ohnehin schon nicht so attraktiv für Mücken ist, dann kann das auch so weit abnehmen, dass man halt gar keine mehr zu sehen bekommt und das Ganze hundertprozentig hilft. Blöd ist jetzt halt aber nur eine Behandlung, und zwar eine intensive Behandlung mit solchen ätherischen Ölen, wie zum Beispiel aus einer Salbe, die man sich selber hergestellt hat. Die hält normalerweise bei den meisten Leuten eben aufgrund der Tatsache, dass diese Dinger flüchtig sind und schnell weggasen und dann einfach nicht mehr da sind, die ätherischen Geschichten, sowas um die 2 Stunden. Ja? Je nach persönlicher, individueller Ausgangslage, mag auch Leute geben, bei denen das 4 Stunden hilft. Von mir aus auch 10, mir egal, was ihr mir da so in die Kommentare schreibt. Aber das ist so halt im Wesentlichen die Wissenschaft dahinter und die Studien, die es dazu gibt, die ich mir da mal reingezogen habe. So. Aber auch eben die Variante ätherische Öle. Und man kann das Zeug dann auch ins Feuer schmeißen. Das wird auch immer wieder mal empfohlen. Man möge das doch einfach verbrennen und dann neben dem Feuer sitzen. Ja, wenn der Rauch dann halt zusätzlich, dass er Rauch ist, außerdem noch nach ätherischen Ölen riecht, dann überdeckt der den Eigengeruch von unsereinen schon ziemlich stark. Rauch mögen Mücken auch dann nicht, wenn keine ätherischen Öle drin sind. Und die Kombi aus beiden kann dann also schon für eine Reduzierung der Mückendichte auf jeden Fall gut sein. Und wie gesagt, je nachdem, wie man dann individuell drauf ist, reicht eine Reduzierung schon aus, dass man das Gefühl hat, sie wären ganz, 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 ganz weg. Dass sie es vielleicht auch sogar sind, weil man halt eben nur eine trübe Funzel ist. So, ich glaube, das ist es im Wesentlichen gewesen. Ah nee, so eine kleine Sache noch aus der Forschung. Inzwischen gibt es Mücken, die eine DEET-Resistenz entwickelt haben, weil DEET halt eben der Marktführer in Anführungszeichen, beziehungsweise das mit Abstand am längsten verfügbare und am meisten angewendete Anti-Mücken-Zeugs, das es so gibt, ist. Und da kann man sich schon vorstellen, dass eben bei der geringen Generationszeit von Insekten diese dann auch irgendwann tatsächlich eine Resistenz dagegen entwickeln. Es gibt also inzwischen einige wenige Stechmücken, die eben in der Lage sind, sich von DEET nicht erschrecken zu lassen und da trotzdem durchzufliegen. Hängt auch von der Konzentration ab. Durch wenig kommen sie noch ganz gut durch. Durch das 90% Zeug dann eigentlich auch nicht mehr. Und dann halt einen trotzdem zu stechen. Ja, also das liegt dann nicht daran, dass DEET Schrott ist, sondern dass die Mücke sich weiterentwickelt hat. Das ist wirklich in der Welt der Insekten, insbesondere in den Tropen, bei wirklich ultra kurzen Generationszeiten keine große Überraschung, dass das irgendwann dazu kommen musste. Wird wahrscheinlich bei den anderen Mückenschutzmitteln auch irgendwann mögliche Resistenzen bei den Mücken geben. Aber nochmal, das sind einzelne wenige Mücken, die bisher diese Resistenz entwickelt haben und auch im Wesentlichen nur in den Tropen. In Deutschland wirst du kaum eine DEET-resistente Mücke finden, und wenn doch, dann hause bloß
bloß tot, nachdem sie dich gestochen hat, sonst legt die Eier. Und das war vielleicht ein würdiges Schlusswort, vielleicht auch nicht. Das überlasse ich euch. Und damit wären wir dann durch mit meinem Palaver zu Mückenschutz. Ich hoffe, ihr seid jetzt einigermaßen informiert. Und wenn nicht, dann schlaft ihr hoffentlich wenigstens gut. Ne? Tschüss.